Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Weltreise-Vlog-Teil. Ja, das wird wahrscheinlich auch das letzte sein hier mit dieser Kulisse, denn wenn ihr das hier seht, bin ich schon in Sydney. Ich bin sehr gespannt. Dazu wird dann aber auch noch weitere Videos kommen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt vor dem ersten richtigen Sydney-Video kommt oder nach dem. Also auf jeden Fall drehe ich es jetzt vor und es kommt in der nächsten Zeit sehr viel Sydney-Content und eben auch das nächste Weltreise-Video aus Sydney. Aber ja, im Weltreise-Universum haben wir jetzt gerade Australien verlassen und haben einige Seetage, bis es nach Mauritius geht. Und es war wirklich sehr, sehr schwer herauszufinden, was ich an welchem Tag gemacht habe, weil es halt wirklich sehr viele Seetage sind. Deswegen wollte ich es ein bisschen verallgemeinern, weil ich eh super viel Videotagebuch zu der Zeit geführt habe. Deswegen erzähle ich da eh noch ganz viel. Also, ich hatte verschiedene Interviews für die AIDA heute eben. Ich hatte aber auch viel für die Presse zu erledigen, weil es ja langsam ans Ende der Weltreise ging und ich da ein bisschen Kontakte quasi knüpfen sollte für unsere Presseabteilung, dass sie so ein paar Interviews mit denen führen können, mit Zeitungen, blablabla. Natürlich habe ich natürlich den Vlog. Für AIDA Careers habe ich angefangen, so ein Video über so verschiedene Nationalitäten an Bord zu machen. Ich habe viel gefilmt. Also ich habe generell super viel gefilmt, so von so ein bisschen Seetagsmomenten. Wir hatten aber auch so einen Fünfkampf von den Gastgebern, wo so verschiedene Turniere waren. Eben 5 Seetage nacheinander, da habe ich immer recht viel mitgefilmt. Dann hatte ich ein Date in Buffalo mit meinem jetzigen Freund. Und dann haben wir auch die Anschlussreise gebucht, die ich ja noch mitgefahren bin. Zu der gibt es ja nochmal einen separaten Vlog, also die Norwegenreise. Ja, ansonsten gab es eine Beachparty in der Anytime. Patrick hat das Brauseminar gehalten, da habe ich eine Umfrage gemacht. Das Gästekabarett war, also das, wo die Gäste halt so ein Casting gehabt hatten und dann so ihre Talente vorgeführt haben und wo Danny und das Entertainment-Team halt so eine Show zusammengestellt haben. Frühshoppen war nochmal, was auch sehr lustig war, da hat der Kapitän den Fassanstich gemacht. Genau, dann war eben noch Farewell, weil ja auf Mauritius wieder Gäste abgestiegen sind und eben auch neue kamen, wie zum Beispiel meine Mama. Aber das erzähle ich gleich, denn wir kamen ja verspätet an, zwar noch, glaube ich, am richtigen Tag, aber halt erst abends. Und das war dann auch so ein bisschen das Chaos, weil wir eigentlich runtergehen wollten, aber es war so ein Hin und Her, wer geht jetzt und wer geht jetzt nicht. Und dann hatte ich was mit Freunden ausgemacht und die wollten dann doch nicht und dann habe ich Patrick gefragt. Und Patrick ist dann letztendlich mit einem Kumpel rausgegangen und meinten, sie machen jetzt Boys Night aus. Und dann haben sie aber voll viele draußen getroffen und für mich war es dann zu spät oder ich wollte dann auch nicht alleine raus. Ja, da war ich ein bisschen traurig und es hat mich ein bisschen genervt, dass ich dann nicht aus war in Mauritius und hatte erst so voll die negativen Gedanken dann damit. Aber im Endeffekt war es trotzdem noch eine voll schöne Zeit. Aber das kommt dann danach gleich. Hallo, ich wollte mich mal wieder melden. Ich muss da gleich wieder los. Aber gestern war ein Malle-Partyabend im Brauhaus. Da waren wieder so alle meine Herzensmenschen da und wurde auch an Gästen und auch an Crew und es war so ein schöner Abend und ich habe irgendwann einfach angefangen zu heulen, weil es einfach so schön war, weil ich das einfach so, ich hatte so einen Realisationsmoment so über ja, was ich jetzt alles erlebt habe in Australien und die ganzen Leute und ja, einfach, das ist einfach so crazy. Ich komme manchmal einfach nicht so ganz klar. Wir hatten gestern eine medizinische Ausschiffung. Das heißt, wir mussten nochmal ein bisschen wieder zurück Richtung Australien und kommen jetzt nicht einen Tag verspätet auf Mauritius an. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, weil das die ganze Zeit so ein Hin und Her war und noch nie so safe. Aber meine Mama kommt auf Mauritius. Ja, jetzt ist es, glaube ich, relativ safe. Ja, bin ich sehr gespannt. Und ich überlege tatsächlich, ob ich nach der Weltreise noch eine Reise hier bleibe, noch eine Norwegenreise mitmache. Halt nicht als Crew, weil meine Position gibt es ja nicht mehr, so Weltreisereporter, sondern auf Mitreise von einem Kollegen, den ich sehr, sehr gerne mag. Ja. Nach so einem Grund, warum ich seit immer am Grinsen bin. Aber ich muss jetzt los, ich habe jetzt ein Interview mit einem Gast. Hallo, ich komme irgendwie auch immer erst auf die Idee, mich zu melden, wenn ich eigentlich schon wieder los muss. Auf jeden Fall war heute ein sehr kabinenreicher Tag bei mir. Also ich habe den Blog fertig geschrieben, ich habe 3 Radioskripte oder 2,5 geschrieben. Hat sich irgendwie alles ziemlich gezogen. Ich war einmal kurz auf dem Pooldeck, um was zu filmen. Also gestern habe ich einiges geschafft, weil ich nochmal 2 Interviews für die Presse hatte. Und ja, irgendwie ist es schon recht viel gerade an den Seetagen. Und ich wünsche, wir hätten wieder Hafentage, aber ich bin auch froh, dass wir die haben, weil sonst wüsste ich echt nicht, wie ich das machen sollte mit dem ganzen Content. Ja, aber ich bin eigentlich echt, echt super happy. Ja, ich hatte gestern ein Date in Buffalo und es war ein sehr, sehr, sehr schöner Abend. Und ja, ich habe gestern den Antrag gestellt, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, dass ich es überlegt habe. Ich glaube schon,
Auf jeden Fall bleibe ich jetzt, also ich hoffe, dass es jetzt klappt, aber wahrscheinlich noch 12 Tage länger auf der Mar. Aber halt dann als Gast bzw. auf Mitreise. Wir haben heute Beachparty und ja, ich bin gerade ziemlich happy und würde das eigentlich gerne einfach alles gerade so festhalten. Und irgendwie habe ich gestern voll geweint, so weil ich irgendwie so, also ich habe letztens schon geweint, weil ich glücklich bin und gestern, weiß ich nicht, das war irgendwie ganz so weird. Ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, ich bin nicht dankbar genug. Also ich habe irgendwie geweint, weil ich mir dachte, mir geht's so gut. Ich bin so privilegiert, dass ich das alles erleben darf. Und das ist halt so crazy. Und irgendwie fühle ich mich so schlecht, weil es halt anderen nicht so gut geht. Und ich einfach so den absoluten Jackpot gerade irgendwie lebe. Und dann habe ich irgendwie geweint. Ja, war ein bisschen weird. Aber naja, ich muss jetzt Party hier im Shop abholen. Dann gehen wir gleich essen. Und ja, melde mich die Tage nochmal. Guten Morgen! Ich war gerade beim Meeting. Dann habe ich gerade noch Radioskripts geschrieben und noch mit einer Kabine telefoniert wegen der Presse, weil die eine ganz süße Story haben. Und jetzt gehe ich gleich essen mit Patty. Es ist jetzt Seetag Nummer 3 oder 4. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Aber... jetzt ist ein ganzes Bein eingeschlafen. Hallo nochmal. Ich hatte eben so einen richtigen Krampf in meinem Bein und dann habe ich aufgehört zu filmen. Und dann kam Party, dann war ich essen, jetzt habe ich gearbeitet. Jetzt ist mir wieder aufgefallen, hey, ich habe das Video noch nicht fertig gemacht. Auf jeden Fall liege ich gerade so im Bett und bin die ganze Zeit müde. Ich habe jetzt gerade meinen AIDA-Heute-Text angefangen zu schreiben, habe die Radioskripte fertig gemacht und bin jetzt langsam am Vlog schneiden. Hier für Weltreise-Vlog 13. Und ja, später gehe ich dann mal beim Brauseminar vorbei, mache da eine Radioumfrage und dann nochmal zur Gastgeberaktion. So sieht mein Tag heute aus. Da ist das Gästekabarett. Ich glaube, das wird ganz cool. Bin ich mal gespannt. Und ja, dann haben wir, glaube ich, noch 3 Seetage oder noch 2 Seetage, bis es nach Mauritius geht. Und dann kommt meine Mama, voll verrückt irgendwie. Ich glaube, dass die Tage Mauritius und Reunion werden ein bisschen stressig. Oh, dann haben wir ja 3 Seetage. Okay, nochmal auf ein zweites. Oh, zap, ist. Hier spricht. Hola, ich bin hier gerade am Journalen mal wieder für mein Buch und ein bisschen Revue passieren, was in den letzten Wochen passiert ist. Und ich sag's 1000 Mal, aber es ist einfach so crazy. Es ist einfach so schön und es sind natürlich die Destinationen, was ich alles gesehen habe, aber es sind halt auch super, super viele kleine Momente hier an Bord. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt drin lasse oder ob ich das reinschneide, je nachdem, wie vielleicht auch der Stand ist, wenn dieses Video online geht in einem halben Jahr oder so. Aber ich habe halt hier jemanden kennengelernt und das ist gerade irgendwie sehr, sehr schön. Und ich hatte sowas noch nie so. Ich habe immer so ein Video über Daten an Bord gemacht und so. Und ich habe auch schon einen anderen kennengelernt gehabt. Und es waren auch schon mal so ein bisschen Gefühle im Spiel, aber noch nie sowas Krasses wie jetzt gerade. Und ja, keine Ahnung. Also es ist halt schwierig, weil jeder halt so andere Pläne für nach der Weltreise hat. Aber ich bleibe jetzt halt eben nochmal 12 Tage länger, dass wir nochmal 12 Tage zusammen haben und noch den Winter im hohen Norden erkunden. Und ja, dann keine Ahnung. Aber ich genieße es gerade sehr, 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 sehr. Ich habe eine richtig gute Zeit gerade. Es ist einfach nur schön. Ich habe jetzt ein bisschen Routenvorbereitung, also Ausflugsvorbereitung für Afrika gemacht. Habe heute meine Pläne nach Rostock geschickt. Wäre cool, wenn sie das alles so genehmigen. Ja, sonst war ich eigentlich generell produktiv heute. Habe noch eine Umfrage oder ein Interview fertig gemacht. Jetzt lege ich ein bisschen hier. Ich werde heute, glaube ich, nicht so alt. Gestern war auch wieder einigermaßen viel los in Anytime. Ja, heute ist halt große Farewell. Da muss ich halt hin. Oder da will ich auch hin wegen ein paar Leuten. Und dann, vielleicht gehe ich nochmal ins Gym oder so.
Wir waren also schon die Nacht auf Mauritius gewesen und am nächsten Tag bin ich auf einen Ausflug mit, der sehr lange war. Es hat allerdings leider die ganze Zeit geregnet. Also es hat mal kurz aufgehört, aber es hat halt die Sonne auch nicht geschienen und so. Und es ist ein bisschen schade, weil ich halt voll gerne auch noch ein bisschen was von diesen Traumstränden da gesehen hätte und halt ich jetzt wirklich nur so Natur-Kulturprogramm gemacht habe, was auch cool war. Aber ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal nach Mauritius im Sonnenschein. Auf jeden Fall, ich habe es aufgeschrieben, weil wir so viel gemacht haben. Wir sind erst zu so einem Aussichtspunkt gefahren, wo man so einen Vulkankrater sehen hätte können, aber es war halt sehr, sehr bewölkt. Dann sind wir noch zu so einem Haus, wo es halt so Souvenirshops gibt, eben diese Dodos, dieser ausgestorbene Vogel, den es da früher gab und wo so Modellschiffe gebaut wurden, das war ganz cool. Dann sind wir zu einem Tempel gefahren. Ich fand das eh so, ich hatte so ein ganz anderes Bild von Mauritius irgendwie, weil man ja weiß, okay, es gehört zu Afrika, aber ich finde, du hast echt wenig so Afrika-Vibes bekommen, weil wir dann auch so Tempel eben angeschaut haben. Also es ist wirklich sehr Multikulti, aber ich fand es echt interessant. Genau, dann waren wir noch in so einem Park. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie er heißt. Wenn es irgendwer von euch unbedingt wissen will, dann kommentiert mal, dann finde ich es wieder raus. Wo man einen wunderschönen Blick hatte, so über die Natur, wo auch so ein kleiner Wasserfall war. Und da waren dann auch Affen und dann sind wir nochmal zur nächsten Station gefahren. Da Wasserfall Chamarelle oder so hieß der, glaube ich. Das war auch echt schön. Und bei der siebenfarbigen Erde waren wir noch. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht. Und es war aber trotzdem eigentlich auch nur ein Vormittag. Also wir kamen dann zurück an und dann war meine Mutter ja da. Also meine Mutter ist ja auf Mauritius dann zugestiegen. Und dann waren wir zusammen im Brauhaus. Dann hat meine Mama auch Patrick kennengelernt. Das war auch ein bisschen komisch, weil wir waren ja irgendwie auch noch nicht richtig zusammen und so. Dann habe ich mit Mama noch so ein Video für Aida Careers zusammen gedreht. Weil ich so ein, müsst ihr mal vorbeischauen, da haben wir so ein Video gemacht. So ja, bla bla bla, Familie an Bord und so. Ja, und dann waren eben später noch lokale Gastkünstler wieder da. Da habe ich ein bisschen was gefilmt. Und abends war dann eben Welcome Party. Da habe ich auch noch ein bisschen was gefilmt, aber bin dann auch relativ früh auf Kabine, habe dann einen Abend mit Tapsi gemacht. War natürlich sehr schade, dass es halt so viel geregnet hat und so, aber ich fand es trotzdem echt cool und ja, seht selbst. Es ist jetzt, glaube ich, kurz vor 10. Wir sind auf Mauritius. Wir bleiben jetzt noch eine Nacht länger. Dafür fällt La Réunion aus. Wir hatten alle spekuliert, dass wir dafür länger in Durban bleiben,
also eine Nacht länger in Durban. Das wäre richtig cool gewesen, weil ich dann eine Overnight-Safari gemacht hätte. Jetzt bin ich so überlegen, ob ich in Port Elizabeth Overnight-Safari mache. Mal schauen. Es war auf jeden Fall ein richtig schöner Tag. Irgendwie verbinde ich jetzt mit Mauritius so gemischte Gefühle irgendwie, weil ich wollte gestern eigentlich schon gerne abends raus und dann war es so ein Hin und Her und Missverständnis und dann war ich nicht raus und gefühlt waren alle draußen und ich lag hier so im Bett und dann nicht mehr raus und irgendwie fand ich es dann doof. Und ja, der Ausflug war an sich richtig schön. Es hat halt super, super, super geregnet. Also ich war pitschnass. Und dann kam ich zurück und jetzt ist meine Mama da. Ja, meine Mama ist jetzt gekommen. So crazy irgendwie. Weiß ich nicht, ich habe sie so gesehen und das, ich meine, ich habe sie, sie hat mich im September, Anfang September zum Hauptbahnhof gebracht. Und dann habe ich sie aber nochmal einen Tag in Hamburg gesehen im Oktober, 25. Oktober, einen Tag vor Weltreisebeginn. Und jetzt sehe ich sie so und es ist so, als hätte ich sie vorgestern das letzte Mal gesehen. Das ist irgendwie crazy. Und irgendwie freue ich mich voll, aber irgendwie stresst es mich auch so, weil ja, es ist immer so. Aber ich habe ja auch schon gesagt, so, dass ich nicht wirklich Zeit für sie haben werde, weil ich habe meinen Job, ich habe die Destinationen, ich habe meine Freunde, ich habe noch wen anders. Ja, mal schauen. Aber ich bin froh, dass sie da ist. Das ist schön. Ich glaube, es ist für sie auch ganz eine tolle Erfahrung. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen K.O. irgendwie. Ich glaube, ich werde sie nicht mehr so down für rausgehen. Muss ich auch noch duschen. Und Tabea kommt jetzt gleich nochmal quatschen. Wenn wir ein bisschen Mädelsabend hatten, wir es auch lange nicht mehr. Das ist der Stand der Dinge. Ja, den zweiten Tag auf Mauritius bin ich dann zusammen mit meiner Mama, mit noch einem anderen Gast und Patrick zu so einem Shoppingcenter gefahren. Und da ist nämlich so eine Brauerei, wo er halt unbedingt hin wollte. Und dann waren wir noch ein bisschen bummeln. Und später bin ich ja mit meiner Mama aber zurück zu der Waterfront, da zu dem Zentrum Port Louis halt, die Hauptstadt, wo wir auch angelegt haben. Und sind dann da eben noch ein bisschen durch die Straße, habe ich da noch ein bisschen Content gemacht. Da habe ich dann Pia vom TV-Team getroffen, die hat mir noch so ein cooles Video geschickt, wo die so einen Umzug gemacht haben, weil irgendwie so ein chinesischer Feiertag war. Also ich sage ja Multikulti. Und ja, also Port Louis hat mich jetzt nicht so umgehauen. Deswegen, also ich fand Mauritius echt schön, aber es hat mich halt nicht so geflasht, wie ich dachte, dass es wird. Aber es lag halt, wie gesagt, auch am Wetter. Ja, und dann waren wir zurück an Bord. Dann war ich mit Mama nochmal in der Beachbar. Aber den Abend habe ich dann wieder an Patrick gewidmet. Ja, das waren dann auch schon die 2,5 Tage auf Mauritius. Wir kamen ja leider verspätet, weil wir diesen Einsatz da hatten. Den Notfalleinsatz, weshalb wir wieder ein bisschen zurück nach Australien mussten. Und dann kamen wir verspätet an. Und deswegen ist dann leider La Réunion ausgefallen. Deswegen ist jetzt auch der einzige Hafen dieses Videos. Aber ab nächsten Vlog gibt es dann wieder ein bisschen mehr Content von draußen. Aber ja, ein bisschen was habe ich ja noch. Every little thing adds up. I'm over it, but have enough. A stimulant, but where's it from? Don't attempt to buy my love. Why don't you wake me up when it's over? Just wake me up when it's over.
Ja, und danach hatten wir noch mal ein paar Seetage, bevor es dann nach Durban ging. Und ich fasse das auch noch mal zusammen, weil ich eben nicht mehr genau weiß, was jetzt genau wie war. Ich habe auch wieder sehr viele so Seetagsmomente, so Heckwellen und alles Mögliche eingefangen. Wir hatten ein Duo, ein DJ und einen Saxophonisten da, die dann auch mal hinten in der Anytime so gespielt haben und so eine Lounge gemacht hatten. Wir hatten die aber auch mal exklusiv für eine Crew-Party, was sehr cool war, wo dieses Mal auch wirklich nur Crew war. Und das war oben auf dem FKK-Deck und da haben die eben auch gespielt. Das war sehr cool. Das war dann der letzte Abend vor Durban. Wir hatten eine Rock-Show, also im Theatrium, und später war dann Rock-Crew meets Band. Da habe ich dann nicht mitgemacht, weil Rock ist jetzt nicht unbedingt mein Genre. War aber auch sehr cool. Ja, ansonsten habe ich sehr viel Quality-Time mit meinen Mädels verbracht. Also auch mit Patty, und ich war auch mit ein paar Mal wieder oben essen. Und sonst gab es sehr viel Drama mit Patrick, weil wir zusammen in Port Elizabeth einen Ausflug machen wollten über Nacht auf einer Safari-Lodge. Und es war so ein Hin und Her, weil er halt eigentlich an dem einen Tag IPM hat. Und dann haben wir halt versucht, das zu tauschen. Und hieß es ging nicht. Und dann hieß es geht, es ging wieder nicht. Dann ging es wieder. Und dann habe ich erfahren, ich habe einen Termin bei Dr. Muri. Dr. Muri ist so ein Arzt, das ist quasi so ein Kontrolltermin, der dann halt verschiedene Leute rauspickt, jetzt total stichprobenartig, und die dann halt untersucht werden, ob wirklich auch alles passt. Und dann hatte ich Dr. Mori Termin an dem Tag und ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Aber zum Glück so spät, als wir dann schon wieder zurück waren. Aber es war so ein Hin und Her. Es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, weil sonst wäre ich mit meiner Mama dann in Port Elizabeth auf dem Ausflug gegangen. Beziehungsweise erst hatten wir es sogar noch für Durban geplant, weil wir dachten, wir bleiben vielleicht einen Tag länger in Durban, weil wir ja La Réunion nicht angefahren sind. Also es war ein Hin und Her. Letztendlich hat es dann geklappt, aber das ist schon wieder Teil vom nächsten Vlog. Deswegen jetzt erstmal hier noch ein bisschen Seetags-Content. Hallo, ich habe mich auch mal wieder länger nicht mehr gemeldet und ich habe auch eigentlich keine Zeit, ich muss auch eigentlich arbeiten. Zeit ist es ein bisschen schwierig, es ist irgendwie, manchmal schiebe ich dann wieder alles auf und keine Ahnung, aber dann bin ich wenigstens motiviert. Also dann habe ich meistens wenigstens so einen Schub, wo dann alles so ratter runtergearbeitet wird. Aber ich wollte trotzdem mal berichten. Ich habe nur gesehen, ich habe mich das letzte Mal am Donnerstag gemeldet, ich weiß schon gar nicht mehr, was am Donnerstag war. Port Louis. Also am ersten Tag Port Louis, genau, war ich auf diesem Ausflug, war ja ganz schön, außer dass es halt so geschüttet hat. Und am zweiten Tag, wo meine Mama dann da war, waren meine Mama, der Braumeister, waren wir zu viert dann in einer Brauerei hier, in so einer lokalen. Und dann waren wir noch in Port Louis unterwegs. Ja, und seitdem hatten wir nochmal zwei Seetage. Nee, ein Seetag. Und heute, und dann haben wir morgen nochmal, und dann sind wir in Durban. In Durban werde ich in so einen Vogelpark gehen. Und dann haben wir nochmal einen Seetag und dann sind wir zwei Tage in Port Elizabeth. Da haben wir eine Overnight-Safari gebucht. Also ich habe eine Overnight-Safari gebucht, plus eine Person. Ach, das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe ja von der einen Person schon mal ein bisschen was erzählt. Eigentlich würde ich es gerne mit der einen Person machen, aber die Person weiß noch nicht, ob sie mitkommen kann. Weil sowas nennt sich IPM, das heißt normale Crew, außer jetzt halt Scouts oder halt Leute wie ich jetzt, die halt draußen arbeiten, dürfen jeden vierten Hafentag nicht raus, weil halt immer ein Viertel der Besatzung an Bord bleiben muss. Und eigentlich ist das quasi sein Tag, wo er nicht raus darf. Aber er versucht das jetzt, dass er es tauschen kann. Das geht manchmal und dann würde er mitkommen. Und wenn das nicht geht, dann würde meine Mama mitkommen. So oder so schön, aber ich fände es natürlich auch toll, wenn er mitkommen würde. Jetzt muss ich ein bisschen hoffen. Jetzt muss ich ein bisschen was nacharbeiten. Und das wird echt, glaube ich, nochmal eine stressige Tag und stressige Woche. Ich muss unbedingt Wäsche waschen. Ich habe, warte, ich kann es euch zeigen. Da hinter dem Stuhl ist mein Wäscheberg. Aber ich muss echt, vor allem ich habe den Blog noch nicht geschrieben. Ich muss jetzt echt mal erstmal den Blog schreiben und dann anfangen mit dem Blog. Und dann für Careers und für Radio weiß ich noch gar nicht, was die diese Woche mit mir planen. Und für die AIDA heute habe ich auch nichts gemacht. Läuft bei mir. Deswegen, tschüssi.
das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Wie gesagt, diesmal sehr viel von Bord und einem Hafen. Ja, hatten wir alle nicht so erwartet, aber war auf jeden Fall ganz schön. Und ja, auf jeden Fall nächstes Mal wieder einschalten, denn da geht es dann nach Durban und nach Port Elizabeth. Und das war auch nochmal so schön. Unbedingt einschalten. Vielleicht kriege ich ja den Herrn Braumeister auch nochmal vor die Linse. Vielleicht hat er ja Lust, wenn ich dann in Sydney bin. Ich freue mich sehr doll. In 3 Tagen geht's los. Ja, deswegen, ich habe noch einiges zu tun. Deswegen höre ich jetzt auch auf mit diesem Video. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, gerne Like geben, kommentieren, gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!